Der Markus hier von Camp Your Life. In diesem Video zeige ich euch heute mal, was ihr mit einem ganz normalen, handelsüblichen Kabelbinder alles so anstellen könnt. Und wir legen los nach dem Intro. So, im Mittelpunkt steht heute unser Kabelbinder und was wir hier Schönes mit dem machen können, das will ich euch hier mal zeigen. Und zwar hat hier unser Wohnwagen, der Fendt, hat ziemlich viele Keterschienen hier verbaut. Keterschienen sind diese mit dieser Nut, wo wir unser Vorzelt einziehen können oder irgendeinen Sonnentarp oder was auch immer. Und es gibt im Handel gibt es irgendwelche Haken, die man da einziehen kann. Die haben hinten so eine kleine Keterleiste dran und da kann man die einziehen und verschiedene Sachen dranhängen. Man kann aber auch einen Kabelbinder nehmen und kann sich das Ganze einfach selbst bauen. Und das möchte ich euch heute einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Und zwar nehmt ihr einfach einen ganz normalen, handelsüblichen Kabelbinder und den steckt ihr einfach zusammen, klack, je nachdem, wie groß ihr die Schlaufe haben wollt, könnt ihr natürlich dann enger ziehen oder halt so groß lassen. Und was dann noch wichtig ist, ist mit dem Seitenschneider, dass ihr das nicht mit dem Seitenschneider abschneiden könnt, sondern ihr müsst das mit dem Messer machen. Warum? Weil wenn wir das Ganze in die Keterleiste einführen und mit dem Seitenschneider kann man das nie hundertprozentig bündig abschneiden, dann verkeilt sich das und man kann das oben in der Keterschiene nicht schön hin und her schieben. Aus dem Grund mit einem Messer dann einfach ansetzen und bündig abschneiden und somit habt ihr hier keine Kante dran. Das Ganze sollte dann so aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Am besten mal von der Seite. Und dann könnt ihr das mühelos in eure Keterschienen einziehen. So, ich zeige euch jetzt mal den Kabelbinder, den wir uns jetzt hier gemacht haben, wie wir den einziehen. Warum sind wir hier bei uns auf der anderen Seite? Wir haben auf der anderen Seite ein festes Vorzelt davor stehen, deswegen kommen wir nicht an die Keterschiene. Aber wir haben glücklicherweise auch eine hier auf der Rückseite, deswegen zeige ich es euch einfach von der anderen Seite. Gut, also wir nehmen das einfach, drücken den so ein bisschen zusammen, führen den einfach hier in die Keterleiste ein, bisschen hin und her und dann könnt ihr den hier schön hin und her schieben, zusammendrücken und wenn ihr den dann loslasst, dann spreizt er sich und ist eigentlich dann fest. Und was ihr dann alles machen könnt, da ist euer Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich habe mir mal so ein bisschen was einfallen lassen. Also einmal könnt ihr sagen, okay, wenn wir irgendwas hier mit einem Haken haben, dann können wir das hier dranhängen. Also ihr könnt hier eine Menge an Gewicht dranhängen. Ich habe hier mal mächtig dran gezogen. Also da reißt nichts ab oder fällt irgendwas runter. Das ist wirklich super. Also das ist jetzt hier der einfache. Jetzt habe ich hier mal so ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier einfach mal zwei Kabelbinder genommen. Ich schiebe die mal ein bisschen rüber. So, die können wir uns jetzt hier hinstellen. Da habe ich jetzt einfach einen Stock genommen. Da können wir jetzt zum Beispiel einen Kleiderbügel einhängen. So, können hier was dranhängen. Das sind einfach alles nur Beispiele, dass ihr seht, was möglich ist. Hier zum Beispiel habe ich mir, da gibt es einfach diese Bänder, habt ihr wahrscheinlich auch beim Camping dabei. Manchmal sind da die Stangen, die Zeltstangen mit zusammengezurrt. Das habe ich mir jetzt einfach genommen. Das kann man dann irgendwie in eine Tasche reinmachen und das dann hier oben so zusammen. Und einfach, ganz einfach fixieren. Und schon habt ihr hier auch wieder eine Festigkeit. So, und dann habe ich noch was gemacht. Und zwar habe ich hier aus einem alten Gummispanner habe ich die Haken abgebaut. Also der Gummispanner, da war der Gummimürbe. Der ist weggeflogen und die Haken habe ich aufbehalten und habe mir da einfach einen Kabelbinder durchgezogen. Und somit habt ihr einfach schon eure Haken integriert. Und da kann man, was auch immer, ich habe jetzt hier ein Geschirrhandtuch, können wir uns ein Geschirrhandtuch aufhängen. Also einfach, wie gesagt, nur mal für euch eine Anregung, was möglich ist. Ob ihr da jetzt ein Handtuch oder sei es irgendwelche Flipflops, die irgendwo im Zelt
im Weg stehen. Die kann man auch einfach verkehrt rum hier oben reinhängen. Also da müsst ihr einfach mal eure Fantasie ein bisschen freien Lauf lassen. Und was auch noch genial ist, ihr könnt, wenn ihr die über euren Kühlschrank, also wir zum Beispiel haben hier unseren Kühlschrank auf dieser Seite und da sind dann auch die Kühlschrankgitter logischerweise da. Und wenn die Sonne rumkommt im Sommer und knallt dann quasi direkt auf die Kühlschrankgitter, dann ist es für den Kühlschrank eigentlich nicht so förderlich, weil er dann wahnsinnig arbeiten muss, um die Sachen runterzukühlen. Deswegen kann man sich da einen Tarp zum Beispiel abspannen, hier die zwei Haken rein, eine Plane mit Ösen, die nach hinten abgespannt. Und in so einem Moment haben wir dann hier auch die direkte Sonneneinstrahlung unterbunden. So, das war es jetzt wieder von mir in diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der eine oder andere macht es gerne mal nach oder hat es vielleicht auch schon nachgemacht und kann mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Ansonsten, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.